Ach so, ich dachte, du bist gestorben. Ach, er Würde ich stirbt. denn jemals so schreien? Nee, oder? Nee, ich dachte halt, weil, keine Ahnung, aber der Typ ist ja gestorben, von daher. Ah, der ist, hä, der lebt Hier wieder. sieht er auf. Erinnere ich mich. Ich war ein Erzengel der hohen Himmel. Ich war die Verkörperung der Gerechtigkeit. Ich war. Ich bin. Tyrael. Ihr habt meinen Geist wiederhergestellt, Freund. Und nun erinnere ich mich, wovor ich euch warnen wollte. Belial und Asmodan, die letzten Herrscher der Hölle, entfesseln eine Flut der Dunkelheit, die diese Welt ertränken wird. Schon jetzt ist Belials Schatten über Chaldeum gefallen. Belial? Ich freue mich darauf, einen Herrscher der Hölle zu töten. Dürfte ein interessant sein. Upsala. Lol. Das hat einfach abgebrochen, was war das? Okay, es... Was? Ja. Wir müssen jetzt zurück? Tja. Und dann dort nochmal mit dem reden. Ne? So kann's halt gehen, ne? Dass es einfach mal abbricht. Ja gut, dann gehen wir mal dorthin. Ja. Weil wir es können. Ne? Ja, ich werde jetzt noch ein paar Sachen... Die Zeit wird knapp, ja. Freunde. Einsetzen. In eben diesem Moment wächst Belials Einfluss in ganz Chaldeum. Aber wieso? So, der kann ja reden, während wir hier schmieden. Das ist gar nicht ja. nötig. Magda, dunkler Zirkel werden uns direkt zu ihm ne? führen. Ja. Ich gehe nirgendwo hin, bevor Onkel Deckard seine letzte Ruhestätte gefunden hat. Ja, Cain verdient diese Ehrung, bevor wir uns auf die Jagd nach seinen Mördern begeben. Ich habe eine Karawane angefordert, die uns nach Osten führen soll. Sprecht mit dem Karawanenmeister, sobald ihr bereit für den Aufbruch seid. Wir kümmern uns dann um Cain. Nice, Alter. Ich habe gerade einen legendären Kopfschuss bekommen und er hat 88. Nice. Ja, und die Bonis? Ja, die Bonis sind nicht schlecht. Plus 155 Leben pro Treffer. Kritische Was? Trefferchance um 2,5 erhöht. Plus 75 Vitalität. Plus 78 Geschicklichkeit. Da kann man nicht Nein sagen. Vor allem Geschicklichkeit, ne? Das brauchst du vor allem, Alter. Wie geil. Ja, hat doch Boah. Perfekt gepasst, ne? Ja. Geil. Eindeutig. Geil, ey. Gut. So muss es sein. Da freut sich doch der Korsil auf jeden Fall. Und der Zocki gleich mit. Ich sollte mich auch freuen, ja. Weil so einen geilen Schutz bekommt man nicht alle Tage. Auf der Welt von Diablo 3. Ja. Brauchst du so. Einen seltenen Handarmbrust? Ja, gib mal her. Wenn die gut ist, dann nehme ich die gerne. Die muss auf jeden Fall über 36 sein. Wenn sie das ja, nicht ist, dann... Ja, hat 46,5. Dann gib mal her. Wenn, aber nett. Die Bonis hat plus 9 bis 11 Kälteschaden und... Du bekommst dann pro getötetem Gegner 61 Leben dazu. Das hört sich gut an. Dann gib mal her. Lass mal rüberwachsen. So, das gebe ich ab. Hab ich's bekommen? Ah, das liegt da. Ja, warte, ich nehm's mir gleich. Ja, okay. Muss nämlich noch ein paar Sachen einsetzen. So, die Krone, die gebe ich ab. Nee, die kann ich nicht abgeben. Die wird dauerhaft weg. Das kommt weg. So. Dann den Speer gebe ich auch ab, weil den brauche ich nicht. Bin der Bogenkämpfer und Armbrustkämpfer. Wohlgemerkt. So. Mir ist auch aufgefallen, dass die meisten Deutschen irgendwie nett sagen, statt nicht, ne? Ja, kommt drauf an, wo man wohnt, ne, in Deutschland. Ist halt so Dialekt. So nett ist einfach nicht, ja. Ja. Das habe ich nett gemacht. So. Das hört sich meiner Meinung nach voll scheiße an, aber irgendwie. Ja, wie eben das seine, ne? Ich meine, ich kann ja nichts dafür für mein Dialekt. Deine? Nein. Doch, ich sag eigentlich auch nett. Also für nicht, aber ich versuche möglichst Hochdeutsch zu sprechen in den Aufnahmen. Ja. Ja. Damit es einfach jeder versteht, das ist halt der Hintergrundgedanke.
Oh, geil. Ich habe hier eine, also Handschuhe, ne? Da bekomme ich plus 10% mehr Gold von Gegnern. Und mehr Erfahrung. Hm? Ja, aber ich habe hier noch... Dann habe ich noch die anderen Handschuhe, die haben halt plus 72 Geschicklichkeit. Ist auch nicht schlecht. Ich glaube, ich bleibe erstmal bei denen. So, den Speer gebe ich auch ab. Ah, die Armschienen. Die sind gut. Nehmen wir die doch mal. Wäre man jetzt ein Barbar, dann würde durchaus Stärke eigentlich nützlich erweisen, aber ich bin ja ein Magier und der braucht Vitalität und Intelligenz. Okay. Alter, ich habe 415 Trümmerteile. Ich habe nur noch gesammelt. Ja, ist auf jeden Fall gut, wenn man das macht, ne? Weil nur so kommt man zu was. Ja, genau. Was soll ich denn mit der Essenz, Alter? Keine Ahnung. Alter, ich habe so viele Sachen, ne? Was? Das Eckige muss ins Runde. Also ich, hast du gerade bekommen, ne? Oh, es bringt mir so viel, ne? Plus 10 Stärke bekommen. Wow. Na super. Geil. Und Stärke brauchen ja Barbare und keine Zauberer. Wäre das jetzt intelligent gewesen, dann wäre es ja ganz gut. Naja, dann gehen wir mal wieder dorthin zum Schmied und zerstören diesen verfickten Ding. Okay, so. Ach ja, und ich habe noch einen Edelstein bekommen. Wieder. Cool. Das heißt, man kann das wiederverwenden. Egal, das wusste ich gar nicht. Ne? Ich kann es gerade, also ich habe auch Edelsteine, aber ich weiß nicht, was ich mit denen anfangen soll. Die Edelsteine kannst du in die Items reinstecken. Das heißt dann, die bekommen weitere Bonis. Ach so, also in die Sachen, die ich hier habe. In meiner Ausrüstung oder wie? Ja. Okay. Ah! Genau, so geht das. Okay. Kann ich zwar auch zwei Edelsteine in eine, zum Beispiel in den Beinschutz machen? Je nachdem, wie viel Sockel der hat. Wenn er zwei Sockel hat, dann passt er zwei Edelsteine rein. Wenn er nur einen hat, dann passt er nur eine. Nein, bei mir nicht. Dieser Gegenstand, ja, hat nur einen Sockel, leider. Gelitten, da mach ich's in eine andere Dings, ne? In einen anderen Bereich von meiner Rüstung. Was ich halt gebrauchen kann. Ja, ja. Ach, keine leeren Sockel. Verdammt. Ich kann es nirgendwo reinmachen. Na, scheiße. Dann nicht. Versuche ich es mal mit dem Diamant. Ne, den Diamant kann man auch nirgends reinmachen. Nein, nicht den. So. Schade. Ja gut, dann nicht, ne? Ist auch okay. So. Und ich habe gerade meine Beutetruhe erweitert. Da war kein Platz mehr. Ich habe nochmal gerade den ausgebildet. Der hat jetzt Stufe 7 fabelhaft. Hm? Und jetzt müsste es ja eigentlich was Geiles geben. Stufe 7 schon? Ja. Ey, krass. Den Gürtel. Bei mir ist er noch bei 6. Ich werde mal den Gürtel herstellen. Der ist geil. Hm? Ja, der geht ab, Alter. Der geht richtig ab. Regeneriert 70 Leben pro Sekunde. Nice. Ich glaube, es wäre nicht verkehrt, wenn man... Ja, genau, ja. Wenn man Panzerhandschuhe herstellt. Das wäre nicht verkehrt. Ja, hab ich glaube, vorhin auch gemacht. Nee. Ist schlecht. Der. Oh. Schlecht, weiter. Nee, komm, Alter. Warum besseres? Aber solange da kein besseres kommt, dann müssen wir damit klarkommen. Nee, ist so. Halt auch schlecht.
Ja, ich glaube, wenn man schmiedet, dann kommt ja auch nicht so viel dabei raus, glaube ich. Ja, kommt immer drauf an. Das ist halt die Sache. 50-50 Chance. Okay. Ja, ich bin erstmal fertig, glaube ich. Das reicht erstmal. Scheiße. Ich habe jetzt die ganzen Sachen geschmiedet und nix ist gut, ey. So, jetzt nehme ich mir hier mal die Schwalbe, oder? Also dieses, die Armbrust. Oh, die hat's. Na egal, dann verwerten wir das mal, das Ganze, damit wir wieder Tränen bekommen. Ja, wir bekommen Tränen halt. Die hat 46,5, Alter. Deine Armbrust, die ich bekommen habe von dir. Hm? Aber weißt du was, die hat noch einen leeren Sockel. Da werde ich den Edelstein reinsetzen. Zack. Plus 3 Leben pro Treffer. Hört sich gut an. Kann ich mit leben. Da muss ich eingreifen. da war gerade ein Bug gewesen. Gut, ich glaube, wir können weiter. Ich werde noch ein paar Sachen hier ablegen. Ich muss noch mit dem Schmied reden irgendwie. Okay. Ja, kannst du ja machen. Das kommt weg. So, was gebe ich denn noch ab? Das hier kann ich abgeben. Das auch. Die ganzen Handschuhe brauche ich nämlich nicht. Ich brauche keine 5 Paar Handschuhe. Eins reicht. Ja gut. Ich bin fertig. Von mir aus können wir weiter. Ich rede mal mit dem Meister. Aber wobei, du musst laut da mitkommen. Ich kann nicht ohne dich gehen, glaube ich. Wir gehen dann in den nächsten Akt, oder? Sollen wir nach Caldeum aufbrechen, mein Freund? Ja gut. Hä? Ja dann. Würde ich mal sagen, es dauert ja noch irgendwie ein bisschen hier. Warum geht der nicht direkt rein? Komisch. Ja gut. Na gut, dann los. Geht doch, Alter. Was war das? Das war ich. Es waren nur Geschichten. Mein Onkel hat gesehen, was er wollte. Deckard hat viel geopfert, um diese Welt zu schützen. Sein Werk ist nicht vollendet. Was wisst ihr schon von Aufopferung? Tyrael! Das uralte Gesetz der Himmel untersagt uns strikt, uns in die sterbliche Welt einzumischen. Und doch habt ihr es getan. Schamlos! Mein einziger Wunsch, Imperius, ist Gerechtigkeit. Während ihr euch feige hinter eurem Thron versteckt. Schweigt! Ihr werdet nun für eure Vergehen büßen. Mich nicht richten. Ich bin die Gerechtigkeit selbst. Wir sind zu Höherem bestimmt, dazu die Unschuldigen zu schützen. Aber wenn unsere Gesetze euch alle zur Untätigkeit verdammen, werde ich nicht mehr euer Bruder sein. Ihr wolltet ein Sterblicher werden? So bin ich gefallen. Freiwillig. Einzige Hoffnung für diese Welt ist.
Ich habe sie nie geglaubt. All deine Geschichten, all die Arbeit, nie vollendet. Ich werde sie vollenden. Ich führe sie für dich fort. Tristram sicher ist, reise ich nach Caldeum, der großen Stadt des Ostens. Sie ist einem der letzten Herrscher der Hölle in die Hände gefallen. Belial. Ich werde sie von ihm befreien.